Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chickas und Chickas da draußen, der Slay ist wieder am Start, gemeinsam mit dem Kuro. Ja, es ist wieder Zeit für unsere Skyrim. Ich hab... Ja, keine Ahnung. Ich hab die Nacht sehr wenig geschlafen, wir nehmen mal wieder kurz vor knapp auf. In 40 Stunden soll das Video oben sein, es muss noch rendern. Wir müssen jetzt erst mal über eine Stunde aufnehmen. Was heißt über eine halbe Stunde aufnehmen? Ja, jede Folge eine halbe, plus die kurze Zeit dazwischen ist über eine Stunde. Da müssen wir das Video noch schneiden, der Skyline muss es schneiden, wir müssen es rendern. Das ist die Nacht über. Ich muss ins Bett. Ist das episch. Genau. Vor allem irgendwie diese Hackfresse. So, komm. Geh mal kurz aufs Missionslog damit, weil wir überhaupt... Genau, wo sind wir stehen geblieben? Finde die Rotwadonen oder spricht mit den Graubär? Sprich mit den Graubär, würde ich mal sagen. Ja, muss das sein? Ja, muss. Nee. So, so hat das. So fängt die Folge doch erstmal gut an. Erstmal nur eine Baden gehen. Wir können auch erstmal zum Gefährten. Ja, könnte man. Ja, dann lass doch dahin, wenn ich schon hier vorstehe. Ich hab grad irgendwie Lust auf die Gefährtenquests. Ich weiß auch nicht warum. Ah, okay. Aber. Ja, wir wollten heute eigentlich viel früher aufnehmen und da ist aber was dazwischen gekommen. Und wir waren unterwegs ganz, ganz lange. Wo hörst du hin? Du musst. Hä? Was hast du vor? Mit den Typen sprechen. Du musst doch erst mit den anderen sprechen. Muss ich? Ja. Die schicken dich dann doch erst später zu ihm. Ich war der Meinung, Fisa Fetzak hat gesagt, ich kann auch einfach so mit dem Typen labern. Der Dings, ja, hier wer ist es. Siehst du? Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Ein Fremder betritt. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erweckt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Becken gemacht, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist das nicht der richtige Ausdruck. Ja. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Wie war das nochmal? Manchmal kommen die Berühmten. Lieblingsgetränk der Gamer. Eistee! Gestern habe ich schon eine Flasche geholt. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Ja. Ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Sind wir großkotzig oder? Sind wir bescheiden? Bescheiden. Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Ich mach dich zur Sau. Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Oh Gott. Wir sind auf das Niveau gekommen, dass es klappt mit den Karten. Es ist noch stehen, nicht vergessen. Scheiße, ich hasse das mit Eistee. Einmal angefangen, kannst du nicht mehr aufhören. Ja. Du musst erstmal die Quests machen, damit du es mitnehmen kannst. Ich finde es aber unlogisch, du kannst über Feuer laufen. Ich kann auch den Tisch teabaggen, wie man hier sieht. Es riecht noch nichts. Er tanzt auf den Tisch. Alter Katze, wenn du da jetzt nicht mehr durchgehst, ne?
Ich wollte schon sagen. Dieser Kater ist so sehr dämlich, ne? Mhm. Aber mein graviertes Nord, also mein Nordschwert mache ich nochmal neu. Ja, ach, ich wüsste ja gar nicht. Der Kuro hat ja mal Nordschwert gebaut. Ja, das wird jetzt demnächst auf auch auf einen Kanal ausgestellt mit Bildern über, beziehungsweise in einem Video. Und der ich werde davon gesagt, dann nochmal Neuauflage machen, weil mir die Alten schon gar nicht mehr gefällt. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst. Ah ja, du darfst ihn jetzt mal prügeln. Alter, ich bin das immer noch leben. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich es euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Okay. Was aber ich ja nur mega fake finde, ist bei dem. Na, warte mal, was der gelabert hat. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Was? Lass den doch mal fertig labern. Nein. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist ja vermutlich toll. Mehr wert als ihr. Ich finde das fail bei den Boostern. Wenn ich mit ihr losgehe, kaufe ich immer Secret und Item, ne? Warum gehe ich mit euch los, Secret und ach ja, wir waren heute in der Stadt und haben Yu-Gi-Oh! Booster gekauft. Und waren jetzt bis kurz vor der Aufnahme noch am Verhandeln, wie wir jetzt tauschen. Was führt euch her? Hol mal meine Goldware aus der Karte. Aus der Hülle. Und den hier? Ja. Mit dieser Einstellung würdet ihr es weit bringen. Wäret ihr ein spießiger Händler oder der Lakai eines Jahr. Hier bei uns müsst ihr lernen, euer eigenes Leben zu leben. Denkt daran, bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Nun, ich weiß nicht wie, aber nee, sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskabor keine Anführer mehr. Totlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Wartet, bevor ihr geht. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Nee. Ich kann damit auch nicht mehr klar. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Geht klar. Ich bin euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Ich finde das einfach nur cool, dass du die Waffen mitnehmen kannst, dann wieder an ihn verkaufen, quasi sein eigenes Eigentum an ihn wieder verkaufen, ein paar Tage warten und dasselbe nochmal machen. Eine Menge. Oh. Was haben wir denn? Nein? 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 Ich find's cool, dass wir Mr. T heißen. Ja, finde ich auch das cool. Auch. Spitzhacke behalten wir. Und die Schwerter mit Namen sowieso. Wolfpads könntest du eventuell das erste verkaufen. Brauchen wir hiervon was? Erstmal nicht, oder? Nein, erstmal nicht. Aber geh mal auf Waffen. Was er hat. Eisenpfeile. Preist die Götter. Ja. Die sind viel zu teuer, dafür findet man die viel zu häufig. Das ist doch fürs Erste egal. Ja, aber nicht so viele. Alter, weißt du, wie hast du schon mal mitgekriegt, wie viel du immer verschießt? Ja, 150 reichen. Sollen wir nicht wieder anfangen rumzutrollen, reichen die. Ja, klar. Okay. Loa. Ist so. Ah, weißt du, ist mir auch Wampel. Wohin genau? Gerade wo es dir passt. Ja, in der WG haben sie jetzt irgendwie angefangen mit irgendwelchen schlechten Pokémon-Witzen und keine Ahnung. Ich bin da heute einfach mal mit eingestiegen. Ja, aber ab und zu passt das mal wirklich. Vor allen Dingen, wenn du es unterschwellig machst. Ja. Mit gerade wo, also gerade wo. Ja. Gerade wo ihr. Ja, gerade wo wir, gerade wo. Ist eigentlich, dass es von der männlichen auch eine Mega-Entwicklung gibt? Von Galakladi? Mhm. Nein.
Gibt's aber. Cool. Er hat heute einfach nur gegoogelt, wann sich Kelia weiterentwickelt. Und darunter war dann Gardevoirs Mega-Entwicklung und auch die von Galakladi. Galakladi ist eh 100-mal cooler. Ja, und das Ding hatte Mega-Entwicklung. Aber das stand natürlich nicht, wo du diesen blöden Megaschein kriegst. Weil ich garantiert in Alpha und Omega. Wenn ihr mich jagen wollt, ihr Cosplay ist auch Beine schneller. Schnell und eure Augen schneller sein. Was? Euer Gesicht ist neu. Ich behalte euch im Auge. Iskramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem. Schnauze, was wolltest du gerade sagen? Ihr Cosplay ist auch über Cosplay. Echt? Ja. Allein auf Konichi habe ich davon 3 gesehen. Ich habe auf der Konichi nicht auf Skyrim Cosplayer geachtet. Ah, ich habe da nur die eine Detra-Rüstung gesehen. Die weibliche Detra-Rüstung. Ja, die habe ich gesehen. Sicher? Mit dem wenig Rüstungsmaterial? Ah, ja. Dann reden wir von der Sinn. Gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Ja, ich war vor. Lass das bloß nicht. Ich war auch erst so, als ich das gesehen habe, ein bisschen perplex. Denkt ihr, ihr könntet das mit Rekas in einem echten Kampf aufnehmen? So siehst du auch aus. Oh, ruhig Blut. Wir sind ein hartes Völkchen, aber das ist kein Grund, einen Schildbruder wegen einer Meinungsverschiedenheit zu töten. Aber ich glaube, ich mache heute Abend noch mal ein paar Schnitzer rein. Ihr werdet einen wilden Gefährten abgeben. Wir sollten mal zusammen jagen. Das Schwert habe ich 3 Stücke auf die Seele gekriegt. Zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Oh. Nein. Habt ihr mich gerufen? Jungblut. Verstehst du? Oh Gott. Nee, ich war auf den Nichuser mit den ganzen Fan-Treffen beschäftigt. Und mit den Treffen der imperialen Armee und mit den Treffen der imperialen Herrscher. Hast du auch die rosa Sturmtruppe gesehen und den rosa Zorro und das ganze rosa Zeugs? Ja, ich kenne die alle. Man hört sich jetzt beide. Du meinst, die Freitag als Spartaner da waren? Ach du Scheiße. Das sind dieselben gewesen. Und ja, ich kenne die alle. Ja. Auch in den Rollstuhl, der meint, er wäre der Stärkste? Ja. Ich meine, der könnte es am Ende überwachen. Ich war am Ende, ich war am Freitag noch mit den Feiern. Sitzt der wirklich im Rollstuhl? Nein. Das hat mich schon gewundert. Weil dazu war, also ganz ehrlich, so, dafür war die Beine also zu durchtrainiert. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt. Das Beste war ja, ich hatte die ja als Spartaner nicht erkannt. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten.